Das gibt's nicht. Ja, mach Feuer. Aber selbstverständlich. Der widersteht. Genauso ich werd bekloppt. Ah, hier ist nichts. Schade. Hatte gehofft, hier ist noch was. Für unsere Mühen. Aber dann sagen sie, thank you, we gerne. Ja, das sage ich, hätte ich auch gerne. Aber ist nicht. Okay, wo sind wir hier? Vor allen Dingen, wer ist hier, ist die Frage. Ach, Liana. Sonst noch was? Nee. Sieht aus wie das gleiche Reich, nur mit einem Portal woanders. Hier oben waren gerade die Bogenschützen, hier stand Alistair. Und da hinten sind wir vor uns reingekommen. Naja, gut. Gesegnet sei, auf wem des Erbauers Auge ruht. Gesegnet sei, wer seine Vergebung erfleht. Also gut, jetzt ist nicht die Zeit für ein Gebet. Liana, was macht ihr denn da? Dem Erbauer sei Dank, dass ihr in Sicherheit seid. Also gut, jetzt ist nicht die Zeit für ein Gebet. Die Kontemplation des Mädchens nicht. Die was für ein Ding? Ehrwürdige Mutter, ich kenne diese Person nicht. Das ist schlecht. Das Nichts gaukelt eurem Geist etwas vor. Ihr kennt mich nicht, seid ihr verrückt geworden? Wir sind befreundet, wisst ihr das nicht? Wisst ihr nicht mehr? Es tut mir leid, aber ich weiß nicht, wovon ihr redet. Bitte verstört sie nicht. Sie braucht Stille und Einsamkeit, damit ihr Geist ruhen und ihr Herz heilen kann. Ihr wisst, was ihr seid, Dämon. Liana, bitte hör auf mich. Das ist nicht real. Was habt ihr mit ihr gemacht? Hier, das ist nicht real. Ich verstehe nicht. Überreden. Ihr müsst mir glauben, wenn ich sage, dass nichts davon real ist. Wisst ihr nicht mehr, warum ihr das Kloster verlassen habt? Ich erinnere mich. Da war ein Zeichen. Liliana, wir haben schon über dieses Zeichen gesprochen. Der Erbauer mischt sich nicht in die Angelegenheiten der Sterblichen ein. Eure Vision war wohl eher das Werk von Dämonen. Aha. Hört nicht auf sie, vertraut dem, was ihr wisst. Ja, mit Dämonen kennt sie sich aus, schließlich ist sie selbst einer. Dem Erbauer liegt an euch, Liliana, und eines Tages wird er zurückkehren. Ah, nee, hier, komm, Erste. Hört nicht auf sie. Vertraut dem, was ihr wisst. Der Erbauer sorgt sich um uns. Ich glaube, dass er seine verirrten Kinder ebenso sehr vermisst, wie sie ihn. Meine Vision mag nicht von ihm stammen, aber sie leitet mich an, das Richtige zu tun. Meine ehrwürdige Mutter wusste das. Ich weiß nicht, wer ihr seid, aber ihr seid nicht sie. Wir müssen gehen, sobald ihr bereit seid. Ihr seid zur Vernunft gekommen, wurde auch Zeit. Sie ist ein Dämon in Verkleidung und will euch täuschen. Gehen wir. Mein Kopf ist noch nicht wieder klar, aber ihr kommt mir bekannt vor. Ich glaube, dass ich euch vertraue. Das ist eure Heimat, eure Zuflucht. Wollt ihr die Sicherheit dieses Ortes wirklich verlassen? Bleibt und erfahrt Frieden. Das ist nicht nötig. Ich trage den Frieden der Kirche in meinem Herzen. Ihr werdet nirgendwo hingehen. Ich werde es nicht erlauben. Ihr könnt ihr nicht länger befehlen, Dämon, sie ist frei. Ihr seid nicht die ewige Mutter, also hinfort mit euch. Wir gehen, ob es euch nun gefällt oder nicht. Nein, sie gehört uns. Jetzt und immer da. Ja, ein höherer Schatten hier. In Ordnung. Bumm. Den frier mal ein, den zünd mal an. Wie immer. Oh, hier, zerborsten. Nice, Liana. Gemacht. Ja, gut gemacht. Heiliger Erbauer, sie war ein... Ein Dämon, ja. Oh, mein Kopf schmerzt, als sei ich gerade aus einem schrecklichen Albtraum erwacht. Hatten wir nicht irgendeine Aufgabe zu erledigen? Wir sollten aufbrechen. Moment, was geschieht da mit mir? Ja, okay, sehr gut. Dann haben wir die nächste befreit. Ist Liana jetzt vielleicht auch am Aufwachen? Gut, dann weiter. Wir müssen nochmal hier hin. Ich glaube, hier hatte ich noch nie alle Essenzdinger eingesammelt. Und ich brauche die Magiedinger. Wenn ich die verpasse, dann ist es traurig. Ja, hier gibt es nämlich noch ein bisschen was.
Das Ding ist ganz schön groß. Hier müssen wir noch hin. Ein Mauseloch. Wo wir noch nicht waren. In Ordnung. Dann laufen wir hier nochmal alles ab. In der Hoffnung, dass wir irgendwas finden. Ja, Feuergestalt, das geht ja schneller. Sagt mir das doch, dass der schneller laufen kann. Sieht alles so nach Turm aus, ne? Ach, hier waren die ganzen Magier. Einer da. Aha, gewonnen. Eins Magie. Das ist sehr gut, sehr gut. Hoffentlich finden wir da noch eins von. Oh, das war sehr gut. Sehr, sehr gut, ja. Ja, sonst ist jetzt hier nichts mehr. Das Mauseloch führt ja bloß darüber, das ist man schon. Dann gehen wir nochmal in die andere Richtung. Und gucken, ob da auch noch irgendwas war. Ich meine, den Chef hier haben wir ja schon umgeniedet, das wissen wir ja. Da kann uns quasi nichts mehr passieren. Aber eventuell findet man noch was. Das wäre cool. Da würde ich mich freuen, würde ich mich da. Ach, hier ist wieder so. Ich glaube, hier hat man doch schon alles, aber ich bin mir nicht sicher. Von daher gucken wir doch nochmal. Nee, das in irgendeiner Ecke noch was versteckt liegt. Und dann haben wir es verpasst. Ja, komm. Gib Gas, Opa. Da Opa mit dem Stock. Da ist doch noch was. Das ist aber eine Stärke, glaube ich, oder? Ist die schon weg? Wie sieht aus, als hätte ich die schon. Ja, die habe ich wohl schon. Okay. Gut, schade. Na gut, vielleicht ist da noch eins. Geistertür. Gehen wir durch die schon mal durch. Ja, bevor wir hier wieder durchgehen, ne? Ja, genau. Hier, mach mal. Ein Gefängnis. Der freut sich. Hier, Wechsel auf Golem. Und klatschen irgendwie. Schade, ich dachte, der zerberstet. Das hätte ich cool gefunden, aber will er nicht. Aber hier ist noch Zeug, sehen wir. Hier ist eine Essenz für Geschicklichkeit. Das ist nicht unbedingt das, was ich haben möchte. Aber jetzt haben wir schon zwei Geschicklichkeitsessenzen. Da finden wir bestimmt auch noch eine zweite Magie-Essenz. Hier ist Klugheit. Ich warte mal ganz kurz, bis meine Cooldowns abgelaufen sind. Widerstanden, ja. Ja. Aber hau mich nicht. Ich bin empfindsam. Das wird so ein X hier, komm. Wieso bleiben die bloß stehen und machen nix? Ist man, ne? Ah, macht doch nichts. Hier, zerborsten. Ihn da anzünden. Noch einmal anzünden. Widerstanden, ne? So viel Talent! Hey, es ist soweit! Ja? Cooldown? Ja, zerborsten. Ja, ein schöneres Gemetzel ist mir noch nicht untergekommen. Ein Traum von einem Gemetzel. Oh, wir speichern. Wir haben wieder Klugheit eingesackt. Vielleicht gibt es ja noch was. Wenn wir schon mal da sind. Ja, noch eine Geschicklichkeit und Konstitution. Oh, die hatten wir auch noch, ne? Nice. Alles einsacken. Jetzt haben wir schon drei Geschicklichkeit. Verdammt. Ich hoffe, ich finde nochmal Magie. Sonst ist echt traurig. Na gut, aber das sind auch alles hier die solche Bonusräume, die man ja nicht machen muss. Kann ich hier ins nächste Reich? Ja, sehr gut. Im nächsten Reich fehlt uns ja auch noch der Endgegner. Ist auch gleichzeitig der letzte quasi.
Dann müssen wir noch einen Albtraum machen und dann können wir uns um den Chef hier kümmern. Ach ja, wo geht denn das jetzt hier lang? Macht das hier kaputt. Dann brauchen wir Feuer. Ja, speichern. Wir kriegen bestimmt gleich Mächte hier vom Sack, bevor ich merke, was ich hier machen muss. Hallo! Ja, die brennen alle. Geh auf den Golem. Mist. Sturmangriff. Nein. Aua, aua, aua. Nicht auf mich hier. Nehmt das, Bösewichte. Ja, das hat doch gepfeffert. Ja, nice. Hier. In die Gusche. Ja, hier schmettern halt. Dann ist der nämlich hinüber. Und ärgert mich nicht mehr. Ja, wie die hier so auf mich so rummetzeln und nichts hinkriegen. Haha, lustig. Der Golem ist schon cool. Ja, nochmal richtig schön den Stein da rein. So haben wir das gerne. Ah, und wir sind wieder geheilt. Sehr gut. Hier ist aber sonst nichts, leider. Speichern. Hallo. Argos. Einfrieren, ja. Machen wir ihn jetzt. Hier. Ich bin erfreut. Ja, ein Traum. Sehr gut. Weg ist er. Das war gut. Was haben wir hier? Nur ein Zeichen der Stärke. Habt ihr nie was Hübscheres? Na gut, ich gehe nochmal zurück. Auf dem Rückweg gab es bestimmt auch nochmal irgendwas Hübsches. Das holen wir uns jetzt noch. Hoffentlich. Ich will eigentlich noch Magie haben. Alter. Nicht hört man schon, da bin ich so ein bisschen traurig. Mist, ich hatte gehofft, wir kriegen ein bisschen Magie durch. Noch. Das sind nur die Stärke und Geschick. Ganzen unnützen Krempel. Okay, hier gehe ich jetzt erstmal noch nicht lang. Weil das ist dasselbe wieder drüben. Ja, Feuer. Da sind wir jetzt gerade hier hinten irgendwo rausgekommen. Das ist jetzt nicht so wichtig. Hier ist noch eine Geistertür. Sind wir durch die schon gegangen? Ich weiß es nicht. Ein Klugheit und ein Konstitution. Mist. Naja gut, die Konstitution ist gut. Aber ich brauche Magie, Jungs. Magie. Ich will mit Magie was Tolles kochen. Geht auch nicht. Schade. Sieht gar nicht so gut aus. Na gut. Aber da haben wir wenigstens Konstitution gekriegt, das ist gut. Und Willikraft auch. Aber, Willikraft nützt ja auch allen Charakteren was. Da nicht so. Hier hinten kommt nochmal was. Hier, mach auf den Laden. Ich speichere wieder vor Angst. Hallo? Ich bin da, wer noch? Hier ist nochmal Magie. Ja. Sehr gut. Sehr gut. Gut, da bin ich jetzt auch glücklich. Wir laufen nochmal zurück. Dann müssen wir alles durch haben. So ziemlich zumindest. Dass wir noch, nur noch den Albtraum und den Endgegner machen und dann haben wir es geschafft. Dann ist auch meine Zeit schon am Ende, mal davon abgesehen. Ich habe heute leider nicht so viel. Ich noch ein bisschen was anderes machen muss. Wir kriegen nochmal hier durch. Ob das, was da hinten kommt, ob wir das schon haben. Eine Essenz der Klugheit, die schon aktiviert wurde. Okay, gut. Dann. Winds Albtraum. Kann ja bloß nur Wind sein. Möge der Erbauer mir vergeben. Ich habe sie alle enttäuscht. Sie sind gestorben und ich habe es nicht verhindert. Ja. Schrecklich, ne? Aber sie sind nicht tot. Wir können den Zirkel noch retten. Und das hier?
Wie könnt ihr angesichts dieser Gräuel so etwas nur sagen? Der Tod. Seht ihr ihn denn nicht? Er umgibt uns von allen Seiten. Ich sehe ihn, aber ich glaube es nicht. Ihr seid im Nichts, das ist ein Traum. Warum wurde ich verschont, wenn ich ihm nicht helfen kann? Welchen Sinn hat mein Leben noch, wenn ich meine Aufgabe nicht erfüllen konnte? Überlasst mich meinem Schmerz. Ich werde ihre Knochen begraben, ihre Asche in alle vier Winde verstreuen und ihr Hinscheiden bis zu meinem eigenen Tod beweinen. Nein, mach das mal nicht. Sondern werd einfach wieder klar im Kopf. Jetzt wird es aber ziemlich morbid. Ihr müsst diese Gefühle bekämpfen. Was es auch sein mag. Aha, okay. Ich kann nur schwerlich Sympathie für Dämonen aufbringen. Eure unverhohlene Geringschätzung der Seelen der Toten empfinde ich als gänzlich unangebracht. Ja, so leicht zusammenzubrechen sieht euch gar nicht ähnlich. Bitte denkt darüber nach, was ihr hier tut und warum. Ich weiß nicht, was ihr damit sagen wollt. Warum macht ihr es noch schmerzlicher? Wo wart ihr überhaupt, als es passiert ist? Ich habe euch als Verbündetem vertraut, aber ihr wart nirgends zu finden. Überreden. Ich bin das Einzige, was hier real ist. Vergesst alles andere. Ich weiß nicht, wozu es gut sein soll, aber ich werde es tun, wenn ihr dann zufrieden seid. Ich habe Probleme, mich zu konzentrieren. Als wäre da etwas, das mich davon abhält. Ich hatte noch nie so große Schwierigkeiten. Wenn ich von hier wegkäme, könnte ich vielleicht klarer denken. Ja. Ja, dann würdet ihr euch sicher besser fühlen. Das klingt nach einer guten Idee. Verlasst uns nicht, Winnie. Wir wollen nicht alleine sein. Heilige Erbauer, bleibt weg von mir, unreine Kreatur. Ich sage doch, es war nicht real. Bleib, Winnie. Schlaf tief und fest in der warmen Umarmung des Erdreichs. Kämpft nicht dagegen an. Ihr gehört hierher, zu uns. Nein, noch nicht. Meine Aufgabe ist noch nicht erfüllt. Es ist noch nicht so weit. Kommt, kommt mit zu eurer Ruhestatt. Ach, da ist auch noch einer. Dann. Einfach friedlich einigen? Nein. Ja. Hallo? Dankeschön. Wollte gerade sagen, komm. Hallo, mein Freund. Schon mal ein Golem mitten in die Kusche gekriegt? Oh, hier ein Traum, ne? Ist es vorbei? Dank dem Erbauer für euer Auftauchen. Moment! Was geschieht jetzt? Wohin geht ihr? Tschüss! Ja, wach du mal auf. Ich komme hoffentlich gleich nach. Muss nur noch den Chef hier umlieten. Mit meinen lustigen Gestalten. Speichern, da ist er. Dämon der Trägheit. Er ist ja ganz träge. Was haben wir denn hier? Einen aufsässigen Lakai? Einen entflohenen Sklaven? Na sowas. Ganz schön frech. Ja. Genug gespielt. Ihr müsst jetzt alle wieder zurück. Oh, hier bin ich. Ach, kommen Sie doch. Da seid ihr. Ihr wart einfach verschwunden. Na, wie auch immer. Ihr wolltet uns voneinander trennen, weil ihr uns fürchtet. Ist es nicht so? Ihr haltet uns nicht, Dämon. Wir haben einander hier gefunden und dagegen könnt ihr nicht bestehen. Wenn ihr friedlich zurückgeht, mache ich es besser. Und ihr werdet viel glücklicher sein. Ich schaffe mir mein Glück selbst, vielen Dank. Ich will frei sein. Ich will nichts von dem, was ihr anbietet. Ich habe euch Glück, Sicherheit und Frieden gegeben. Ich habe für euch mein Bestes getan. Und ihr wollt mich verlassen? Müsst ihr immer nur an euch selbst denken? Das verletzt mich. Sehr sogar. Tut mir leid, aber ich würde euch und damit das Böse lieber sofort beseitigen. Ihr wollt mich bekämpfen? So sei es.
werdet euch meiner Überlegenheit beugen, Sterblicher. Sterblicher! Ja, hier früher ein. Naja, ne? Von hinten bitte. Danke. Na. Ja. Aber selbstverständlich. Ja, klatsche um. Däubt. Das gestatte ich nicht. Oh, hier, wie es er wieder umgerannt hatte. Hast du das gesehen? Ja, dann frieren wir gleich nochmal ein. Hallo? Ach, geht noch nicht. Jetzt geht's. So, wir sind ein bisschen sparsam mit unserem Mana. Weil ansonsten könnte das hier enge werden. Weil ich weiß, dass der mehrere Stufen durchmacht. Deswegen beschränke ich mich hier mehr oder weniger bloß aufs Einfrieren. Ja, die erste Stufe haben wir gleich. Ja, und weg ist er. Die Dreckheit! Eisige Umarmung. Ja. Widerstanden, was zur Hölle? Ja. Ja. Ich brauch Mana, danke. Rette sich, wer kann! Ja, heil sie mal. Dankeschön. Er ist doch jetzt Geschichte, oder? Ja, ist er. Ja, komm, wir wechseln mal zum Golem. Euer schlimmster Albtraum. Ja. Klatsche ihn um. Ja, bitte sind die Kusche. Ja, ja, da passiert nichts. Er kann ja nichts. Liliana, hier, geh mal bitte trotzdem hinter ihn. Ja, genau. Das fetzt nämlich mehr. Dann hau ich ihn jetzt ohne mehr weg. Also er dreht sich um. Ja, die hinterhältigen Angriffe, die machen schon was her. Würde Grautwächter. Ja, ja. Nix ist. Du lässt Liliana schön in Ruhe. Ihre hinterhältigen Angriffe machen zumindest. Ja, das läuft. Liliana haut echt rein, wenn sie ihre hinterhältigen Angriffe machen kann. Ja, geh auf mich, das macht nichts. Hier, regeneriere mich. Dankeschön. Okay. Kettenblitz. Nein. Der Kettenblitz haut schon rein. Der macht ganz schön Rabatz hier. Finde ich ja nicht gut. Ja, geh mal weg. Oh, Alter. Heil mich mal. Danke. Genauso wird es geschehen. Aber selbstverständlich. Ja, widerstanden, genau. Alter, der widersteht ja allem. Das gibt's nicht. Ja, mach Feuer. Aber selbstverständlich. Der widersteht. Genauso ich werd bekloppt. Wir müssen. Ja, wir müssen. Hier. Ach ja, kann Bolzen. Ja, sehr gut. Puh. Das war ja knäpplich. Ihr habt den Dämon besiegt. Ich hätte nie gedacht, hätte nie erwartet, dass ihr euch befreien könnt. Uns beide sogar. Wenn ihr zurück seid, nehmt die Litanei von Adrala von meiner Leiche. Sie wird euch vor der schlimmsten Blutmagie beschützen.
Leiche? Ich kann nicht mit euch gehen. Ich bin schon zu lange hier. Für euch war es wie ein Mittagsschlaf. Euer Körper ist in der realen Welt nicht verfallen, während euer Geist in den Klauen eines Dämons war.